Hallo und herzlich willkommen hier zu Verdi. Heute machen wir mal einen halben Liter mit rotem Tee, Ingwer und Minze und dekorieren das Ganze etwas mit Zitrone. Und wie das Ganze funktioniert, zeigen wir euch jetzt. Für das Ganze brauchen wir 3 abgestrichene Teelöffel roten Tee, 1 Teelöffel geriebenen Ingwer, 1 Stängel Minze und 2 leicht gehäufte Teelöffel rohen Rohrzucker, Rohrzucker, braunen Zucker, ihr könnt auch Honig oder Ahornsirup nehmen. Als nächstes nehmen wir einen Messbecher und ein Gefäß, am besten eine Teekanne. Geben da rein unsere getrockneten roten Teeblätter, den Stängel mit Minze und reiben darüber ungefähr einen Teelöffel Ingwer. Es kann auch ein bisschen weniger oder mehr sein, je nachdem wie ihr Ingwer mögt. Und das Ganze brühen wir jetzt auf mit kochendem Wasser. Für die Menge ungefähr einen halben Liter. Nun geben wir den Deckel drauf und lassen das Ganze circa für 2 bis 3 Minuten lang ziehen. Der Tee konnte nun für circa 2-3 Minuten ziehen. Um diesen jetzt noch zu süßen, geben wir unseren Zucker hinzu und rühren das Ganze kräftig um. Und schon ist unser Tee jetzt servierbereit. Wer noch etwas Deko möchte, kann sich ein kleines Scheibchen Zitrone abschneiden und so etwas Minze, sieht auch immer ganz toll aus. Ihr könnt auch Orange oder ein Apfelscheibchen nehmen oder auch Ananas und schon ist unser Tee fertig. Lasst ihn euch schmecken. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann abonniert uns, klickt auf das Glöckchen und teilt und liked dieses Video. Besucht uns auch auf Facebook, Twitter und Instagram und unseren Blog viad.com. Bis bald!